Juhu, ich bin's wieder, euer Günther. Ich kann euch jetzt mal was erzählen. Frauchen, die spinnt doch richtig. Da hat die gedacht, so heute einen Tag vor meinem Geburtstag geht die noch mal mit mir zum Tierarzt. Weil ich hab da was am Ohr. Na gut. Ich gehe da ja nicht so gerne hin, aber ich bin total tapfer und mutig. Und Frauchen hat gedacht, so, oh, den lenke ich jetzt noch ein bisschen ab. Und dann sind wir noch mal eine Runde Gassi gegangen und... Ja, dann musste ich da halt doch rein, ne? Na, dann war ich da halt drin und dann sitzen wir dann da und ich unter Frauchens Bein und dann sagt sie, oh Scheiße, was ist denn hier los? Und dann sieht sie überall so die Tapser und ja, das kann ich nur mal so sagen, das war mir vielleicht peinlich. Ich kann mich jetzt wirklich an alle Hundehalter wenden. An alle Herrchen und Frauchens, die jetzt da draußen so unterwegs sind, packt die Scheiße eures Hundes ein. Wenn ihr da reintrampelt, ist das ja nicht so schlimm. Ihr habt das unterm Schuh. Ich hatte das in meiner linken Hinterpfote schön eingearbeitet, einen richtig dicken Placken. Und das ganze Wartezimmer habe ich voll getapst. Naja... Frauchen war das auch tierisch peinlich. Die hat dann auch gleich die Dame aus der Tierarztpraxis gefragt, ob sie wohl einen Lappen kriegen könnte. Und es hat ja auch ein bisschen gerochen, ne? Naja gut, war das peinlich. Das war mir echt unangenehm. Und das alles so einen Tag vor meinem Geburtstag. Aber gut, wir sind jetzt da beim Tierarzt raus und ich bin wieder zu Hause. Frauchen backt mir jetzt Thunfischmuffins für meinen Geburtstag morgen, damit ich morgen in Hundekindergarten nämlich eine ausgeben kann. So, und jetzt nochmal mein Appell an alle. Da, wo Menschen gehen und stehen, wo Kinder spielen und alles, was so vor Häusern ist, nehmt den Kackhaufen da bitte mit. Weil ich kann das besonders gut da reintreten. Und das möchte ich nicht nochmal erleben. War das peinlich. Alles Liebe, euer Günni.